Servus, wo auch immer ihr seid. Mein Name ist Christian Schlegel. Salve a tutti. Wir haben heute den Freitag, den 13. In der Tat, ja, Freitag, den 13. Wir haben 18:14 Uhr und hinter uns liegt eine ganz, ganz heftige Woche. Vor euch liegt der Chart des DAX, und dem geht es hier in diesem Film. Auf Monatsbasis eine Kerze, ein Monat. Und eins vorweg, weil viele oder die meisten schauen sich den DAX-Film an, oder den DAX-Clip an, und deutlich weniger den MDAX. Das ist auch eine ganz spannende Geschichte. Und da habe ich gestern auf meinen von mir sehr geschätzten Kollegen Wieland Staudt verwiesen. Wieland und ich, hat vorhin geschrieben, ich habe ihn 54-jährig gemacht. Er ist aber tatsächlich 55. Ja, also wir sind gleich alt. Wir machen das alle schon ein paar Jahre. Hat diesen ganz tollen Satz da geschrieben in dem Know-how von Goldman Sachs, dass ich habe schon sehr, sehr viele Charts in allen nur irgendwie denk- und undenkbaren Konstellationen mit wirklich wilden Kursmustern gesehen. Aber das, was die Märkte in der letzten Februarwoche zusammengezimmert haben, das ist selbst für mich absolutes Neuland. Ja? Da habe ich mir den Chart hier mal genauer angeschaut. Wir müssen das immer so ein paar Tage, bevor das publiziert wird, weil das muss dann durch Compliance gehen und wo auch immer, müssen wir es also ein paar Tage vorher schreiben. Ja? Eigentlich, wir sind nicht da, wir sind ja hier unten, da wo jetzt die Maus ist. Ja? Und hier der arme Kerl, ja, der hat geschrieben und dann waren wir dann auf einmal nochmal ein paar tausend Punkte drunter. Wir haben tatsächlich fast 5000 Punkte verloren. Von 13.800 auf heute Nacht 8.800 war, so wie ich das gesehen habe, das Low. Es ist ein Hardcore-Markt. Es ist, jeder Crash ist anders. Vorhin in meinem Chat, DAX von Finanzen.net, hat es jemand gesagt, ich habe schon 5 Crashs mitgemacht. Aber ich habe sie alle überlebt. Und da war meine Antwort, und jeder ist anders. Jeder Crash ist anders. Dieser hier, das ist der erste, nennen wir es mal Virus-Crash. Ja, das habe ich auch noch nicht gehabt. Kann ich nicht, ja. Kann ich überhaupt nicht einschätzen. Böse. So, jetzt ist das Problem, was wir hier haben als Chartisten, dass wir versuchen natürlich immer Unterstützung zu finden. Aber wenn Sie an einen Punkt gelangen, wie bei dem hier, wo wir von 13.800 auf, sagen wir es mal 9.000, machen wir nicht die 8.700 voll, verlieren innerhalb kürzester Zeit, ist der Chart an sich, so habe ich das letzte Woche auch schon geschrieben, Makulatur. Ich zeige Ihnen trotzdem mal, was hier interessant sein kann. Das hier ist die 200-Monats-Linie bei 8.490. Die haben wir das letzte Mal gesehen, hier 2012, 200 Monatslinie. Dann zeige ich Ihnen mal hier die Fibo-Retracements. Die kommen hier hin. Auch hochinteressant. 8.720. Jetzt ist das eine Frage, wie speziell Bleistift ist. Das heißt, der Bereich zwischen 8.000, sagen wir mal 500 und 8.720 ist schon eine sehr, sehr gute Unterstützung. Dieser Bereich zwischen 8.700, der wurde durch diesen Hammer auch bestätigt. Ja? Das war am 1. Februar 2016. Und dann liegt dann hier war das 38er, hier ist das 50er. Wir sind hier 8.721, dieser ganze Bereich. Und das kann Ihnen kein Chartist auf der Welt auf 10 Punkte eingrenzen. Ja, wir sind also hier in diesem Bereich 200 Monatslinie. Ich gehe mal mit euch auf den Tag. Nehmen wir mal erstmal die Woche. Super tief, Stochastik, Megatief. Wie das hier aussieht, das sieht einfach aus wie ja, die Findung des Newtonschen Gesetz der Schwerkraft. Einfach mal den Apfel fallen gelassen. Dann fällt er. Und irgendwann hat er eine Geschwindigkeit, und wenn der dann auf den Kopf fällt, tut es richtig weh. Auch hier. Wochenbasis hier der Bereich um 9.000 bzw. zwischen hier 8.000, in diesem Fall 362 bis rüber 8.700 immer wieder unterstützend. Ja, und da muss ich einfach sagen, gibt es auch mal Aktien, die kann man für seine Kinder kaufen. TUI gehört dazu, Lufthansa auch, gibt es andere, die auch dazu können. Die kriegen sie so schnell nicht mehr so billig. Wochenmäßig, MACD negativ, Tag negativ, also Stochastik negativ, alles rotzig, kann man anders gar nicht sagen. Das ist jetzt der Tag. Wir sind so weit weg von der 200-Tage-Linie, die hat momentan keine Bewandtnis. Fangen wir das mal ganz nüchtern an. Die Bänder sind extrem breit, war im MDAX gestern genauso. Aber wir waren aus dem Band draußen, wir sind reingegangen.
Das Band ist bei hier 9309. Wir sind wieder drin. Finde ich gut. Schauen Sie mal auf das obere. Das geht. Hier war es horizontal, da war es horizontal. Jetzt ist es wieder horizontal. Warten Sie drauf. Bevor Sie jetzt hier anfangen, da Ihre Hütte zu beleihen und long zu gehen, bis das Ding hier oben dreht. Und wenn es geht, ich mache es dann noch größer, mal schauen, ob ich das so hinkriege. Wenn es dreht, hier, sollte es bitte unter dieses Niveau hier drehen. Da sind wir bei, also für das Band gesprochen, bei 14.733. Ich habe diese Bänder in 32 Jahren Börse noch nicht so breit gesehen. Moment, stopp, 9-11. Das müsste ich nochmal überprüfen. Das kann sein, das weiß ich jetzt nicht, muss gucken, weiß ich nicht mehr. Aber es ist schon extrem. So, aber das der Bewegung entgegengesetzte Band dreht doch nicht. Es geht in die Horizontale. Wenn das dreht, dann kann ich hier vielleicht mal von der Bodenbildung reden. Und es wäre ideal, wenn die im Bereich 8.720 stattfinden würde. Wäre ganz toll. MACD, nach wie vor schlecht. Stochastik, super tief, ohne Stabilisierungsansatz bei 3,84. Denken Sie an die 20. Also, heute Nachmittag kamen ja ganz viele Nachrichten über Österreich. Mein Sohn hat mich auch gleich angerufen. Oh mein Gott, ich will in den Urlaub nach Österreich und ich darf nicht mal. Alle Hotels sind zu. I'm awfully sorry, my son. Well, there's always a next time. Er hat sich so gefreut. Gut, es ist noch keine Stabilisierung da über die technischen Indikatoren. Sie müssen warten. Es hat keinen Sinn. Sie können natürlich versuchen, dagegen zu halten, aber das ist schwierig. Das ist diese Geschichte mit dem fallenden Messer. Aber, weil ich ganz viele Mails bekam, ich habe keine Aktie, was soll ich denn jetzt machen? Wenn Sie nicht investiert sind in diese Märkte hier, und ich meine jetzt nicht Bitcoin oder sonst was, sondern ich rede jetzt vom DAX, vom Dow Jones, wie auch immer, spricht meines Erachtens nach nichts dagegen. Wenn Sie hier auf diesem Niveau, also jetzt momentan im DAX bei 9.375 um 18.24 Uhr am Freitag, ja, also irgendwo in dem Bereich rum, wenn Sie sich ein Viertel jener Aktien kaufen, die Sie kaufen möchten, da spricht nichts dagegen. Dann aber bitte nicht irgendwie warten ein, zwei Tage und die nächsten kaufen, sondern warten Sie mal eine Woche. Es kommen so viele Nachrichten, ja. Slowakei ist zu, Österreich macht dicht, ja, Italien sowieso zu. Ja. Stellen Sie mal vor, nächste Woche kommt dann irgendeiner und sagt: So, ihr Deutschen, ihr bleibt bitte mal in euren Häusern, in euren Wohnungen und hoffentlich habt ihr genug zu essen. Alles möglich, kann man so nicht sagen. Wenn ihr dann zu Hause seid, dann könnt ihr natürlich auch handeln, wenn ihr das wollt. Und dazu gibt es folgende Möglichkeit. Ich hatte vorhin gesagt, dass die 8700 ein für mich recht wichtiger Support ist. Ja. Es ist das 50er Retracement der Bewegung von 2009. Erinnern Sie sich bitte an den Finanzcrash hoch bis zu 13.800 vor wenigen Wochen. Das ist die Hälfte. Also sprich 8721 ist das ziemlich genau. Ich möchte gerne, dass Sie sich auf die Watchlist legen, diesen Schein hier. Das ist von Goldman Sachs ein Open-End-Schein, der also ganz leicht jeden Tag seine Basis nach oben verändert. In diesem Fall mit der Basis 8668,72. Der hat die Kennnummer GL7NP3. NP3. GL7NP3. Legen Sie sich den bitte auf die Watchlist. Das ist eine Geschichte. Wann kommt der zu Zuge? Ich verzichte im Moment lieber auf Hebel. Aber wenn wir, heute haben wir es wieder geschafft, wir sind bis zu 10.000 dran. Ich möchte es mal so formulieren. Wenn er über, hier ist der Schein, ich mache den nochmal ein bisschen runter, dass Sie die Kennung mal sehen. GL7NP3. Wenn Sie mal auf die 4-Stunden-Kerzen gehen. Hier. Sehen Sie, es gibt hier schon leichte Unterstützung, auch über das MACD. Wir haben hier so eine Art Hammer. Es ist kein wirklicher Hammer, weil dafür müsste die Lunte tiefer sein als das Tief, was wir hatten am 12.3. Aber wenn er drüber geht, über die 10.000, haben Sie relativ viel Platz. Der geht dann irgendwo hier oben hin auf die fast 11.000. Dann kommt dieser Schein
Zum Tragen. Jetzt gucken wir uns mal die Putz an. Ich werde Ihnen in diesem Film das erste Mal, seit ich diese Film mache, keinen Putt nennen. Ich mach's nicht. Suchen Sie selbst ein. Nein, ehrlich, ich habe keinen Putt zur Erzeugung. Ich kann Ihnen einen hier nennen bei 10.000 oder bei 10.500. Das bringt nichts. Bei mir im Chat von DAX-Zähler vom Finanzen.net mache ich das jeden Tag. Jeden Morgen um 5 Uhr stehen da die Scheine drin. Ich kann ihn jetzt im Moment hier keinen nennen. Es ist ganz, ganz schwierig. Es ist ein schwieriger Markt, aber das ist die Herausforderung. Viele, viele Leute, und ich habe Mails bekommen, verlieren Geld bei diesem Markt. Insbesondere, weil sie oftmals zu stolz sind, zu stolz, Verluste einzugestehen. Oder zu stolz zu sagen, ah, ich kaufe jetzt sofort neu dazu und ich mische dazu. Das ist vielleicht dann auch zu früh. Wer hier Geld verliert, ist es völlig normal. Wer hier kein Geld verliert, plus minus null ist, das ist schon gut. Und dazu reicht es nur, ein wenig Geld gewinnt, der ist schon richtig gut. Ja? Es ist extremst schwierig. Stellen Sie sich selbst die Frage, ob Sie da unbedingt dabei sein müssen. Aber nochmal, wer keine Aktien hat, und ich rede jetzt nicht von Derivaten, der muss, aber will er nicht, hier 20 bis 25% kaufen der Aktien seiner Wahl. Ich wünsche euch ein Happy Trading und eine fette Beute. Bye bye.